Lübeck? War das nicht die Stadt mit dem Marzipan? Das stimmt, aber Lübeck ist noch so viel mehr. Die Königin der Hanse, UNESCO-Welterbe, charmante Hafenstadt an der Ostsee und nordische Schönheit mit Stil. Und trotz der Lage im Norden ist Lübeck gut zu erreichen per Direktflug, übers Autobahnnetz oder per Bahn. Vor allem aber ist Lübeck herzliche Gastgeberin und Heimat vieler engagierter und offener Menschen. Das sind Lukas und Monique, Breakdance-Trainer und passionierte Tänzerin. Lukas veranstaltet inklusive Tanz- und Akrobatik-Workshops und kennt genau wie Monique seine Heimatstadt aus dem FF. Die beiden laden zum Entdecken der schönsten Ecken für den Werkstättentag 2024 ein. Dabei erkunden sie gemeinsam mit Musikfan Matthias nicht nur das ehrwürdige Holstentor, sondern auch den Malerwinkel, die berühmte Musikhochschule und die verborgenen Seiten der Stadt. Verwinkelte Gassen und verzauberte Gänge und Höfe. Schleswig-Holstein ist eben etwas ganz Besonderes. Und Lübeck von Herzen Gastgeberin für den Werkstättentag 2024. Schaut mal. Liebe Bundesarbeitsgemeinschaft, hallo aus Schleswig-Holstein. Wir hier im Land zwischen den Meeren, in dem bekanntermaßen die glücklichsten Menschen in Deutschland leben, setzen uns unermüdlich für Vielfalt und für Inklusion ein. Weil Vielfalt die echte Stärke unserer Gesellschaft ist, das zeichnet uns in Schleswig-Holstein aus. Und hierbei spielen natürlich ganz besonders die Werkstätten für Menschen mit Behinderung eine herausragende Rolle. Wir verfügen in Schleswig-Holstein über ein dichtes Netz an Werkstätten, in denen täglich und aktuell unter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht wird. Ich würde mich unglaublich freuen und ich weiß, mit mir ganz, ganz viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, wenn der nächste Werkstättentag 2024 in Lübeck ausgerichtet wird. Ich habe dafür sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen. Gemeinsam könnten wir dann mit allen Beteiligten an so zentralen Themen wie Inklusion und Barrierefreiheit arbeiten und uns gemeinsam austauschen. Wir in Schleswig-Holstein möchten diese Themen weiter bewegen, weil sie uns sehr am Herzen liegen und für uns eine Riesenbedeutung haben. Denn wir wollen auch in Zukunft das Land mit den glücklichsten Menschen, und zwar allen Menschen in Deutschland bleiben. Liebe Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, ich darf Sie ganz herzlich in der Königin der Hanse willkommen heißen und würde mich freuen, wenn ich Sie neugierig machen kann auf unser UNESCO-Weltkulturerbe und unsere Heimatstadt als herzliche Gastgeberin. Wenn ich Sie neugierig machen kann auf viele engagierte AkteurInnen und eine wunderschöne Tagung in einer barrierefreien Musik- und Kongresshalle. Und vor allen Dingen, wenn ich Sie einladen darf zu einem Dialog darüber, wie wir als Hansestadt Lübeck gemeinsam mit Ihnen neue Ideen entwickeln können und die vielschichtigen Möglichkeiten von gelebter Teilhabe umsetzen können. Bis bald in Lübeck. Ich lade Sie herzlich ein in die Hansestadt Lübeck zum Werkstättentag 2024. Erleben Sie eine wunderbare Stadt mit reichhaltiger Geschichte, aber auch eine Stadt, die sich Inklusion und Vielfalt auf die Fahnen geschrieben hat. Erleben Sie, wie wir mit Werkstätten zusammenarbeiten, beispielsweise auch im aktiven Tun mit der Verwaltung und wie wir Menschen integrieren, die in Werkstätten arbeiten und gleichzeitig auch Aufgaben in der Stadtverwaltung erledigen. Spannende Themen, über die ich gerne mit Ihnen diskutieren will. Ich freue mich auf Sie. Und weil auch John sich gerne an bewegenden Diskussionen beteiligt,
trifft er sich mit den anderen, um sich selbst davon zu überzeugen, dass dafür unsere nachhaltige Musik- und Kongresshalle bestens geeignet ist. Doch nicht nur unser liebevoll MUK genanntes Kongresshaus hat sich in Sachen Vielfalt und Barrierefreiheit auf den Weg gemacht. Spannende Leuchtturmprojekte wie das neue Inklusionshotel Seeloge in Eutin schenken mehr Freiraum für Begegnungen und Erlebnisse für alle Menschen. Gemeinsam arbeiten wir in Schleswig-Holstein daran, die Teilhabe am Arbeitsleben stetig zu verbessern. Denn das berührt uns alle. Begegnung, Austausch, Gemeinschaft und Wertschätzung. Wir alle laden Sie herzlich zum Werkstättentag 2024 nach Lübeck ein. Monique, Matthias und John planen mit Lukas bereits fleißig an einem besonderen Breakdance-Workshop und freuen sich schon heute auf einen tollen Auftritt. Bis bald in Lübeck. Aber war da nicht noch was mit Marzipan? Na klar, ein Stück Lübecker Marzipantorte gehört ja wohl auch dazu.